Ja, Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für die Gaming-Branche und da gibt es einfach weiterhin sehr, sehr hohes Wachstum. Das Geschäft mit Computer und Videospielen, das ist natürlich vor allem seit Corona gewachsen. Wir wissen es alle noch, wir waren sehr viel zu Hause und Gaming ist einfach inzwischen ein Milliardengeschäft. Das meiste Geld in dieser Branche geht gar nicht nach Deutschland, sondern ins Ausland, denn die meisten Spielehersteller kommen eben hauptsächlich aus den USA oder aus Japan. Deutsche Unternehmen haben bei Spielen und Hardware nur einen Anteil von etwa 4%. Das gefällt natürlich der Branche nicht. Die will ja den Standort Deutschland ausbauen. Aber die Produktionskosten, die sind einfach hierzulande im internationalen Vergleich sehr, sehr hoch. Deswegen pocht die Branche immer wieder auf mehr Fördergelder vom Bund. Danach sieht es aber aktuell nicht aus. Im kommenden Jahr sollen rund 48 Millionen Euro an Gaming-Firmen fließen. So plant es zumindest das Bundeswirtschaftsministerium aktuell. Und damit wäre das deutlich weniger, als noch dieses Jahr geflossen ist. Nein, dieses Klischee, das stimmt jetzt wirklich nicht mehr, denn Gaming ist inzwischen ein Hobby bei vielen, vielen Menschen und das egal in welchem Alter. Dem zeigen Studien, dass immer mehr Jugendliche jeden Tag oder zumindest mehrmals die Woche zocken. Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom geben sie auch dafür viel mehr aus. Im Schnitt nehme ich 26 Euro pro Monat für Spiele, Abos und so weiter. Und eine ganz interessante Entwicklung, je jünger die Gamer sind, desto tiefer greifen sie für ihr Hobby dann auch in die Tasche. Ja, vielen Dank, Melanie Böff nach Frankfurt.